Liberté, Liberté, Liberté. So klang es am vergangenen Wochenende in Zürich. Ich war mit meinen Schülerinnen und Schülern der ersten Oberstufe unterwegs. Wir haben Spuren der Reformation gesucht und gefunden und dann sind wir zwischen drei Demonstrationen geraten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, schwer bewaffnet, versuchten sie die Lage im Griff zu behalten. Hallo, schön, dass du hier bist. Auf der einen Seite waren da Menschen, die mit der Corona-Politik des Bundesrates unzufrieden waren. Sie machten ihrem Ärger lauthals Luft. Liberté! Ihr habt's gehört. Dagegen klingelten die Gegendemonstranten auf ihren Velos mit ihren Klingeln am Velo an. Sie finden die Corona-Politik des Bundesrates eigentlich ziemlich gut. Und die Polizei hielt beide Lager auseinander. Offenbar rechneten die Polizisten nicht damit, dass sich beide Gruppen friedlich miteinander austauschen und nach einer Lösung suchen können. Währenddessen trommelten die Aktivisten der Gewerkschaft Unia, was das Zeug hält, für bessere Arbeitsbedingungen. Im Gedröhn der Trommeln war kein thematisches Argument zu hören. Aber auf den Transparenten konnten wir natürlich lesen, was sie gefordert haben. Allein schon diese Geräuschkulisse war beeindruckend und irgendwie auch beängstigend. Wir leben ja in einem freien Land. Jeder und jede darf seine eigene Meinung haben und die auch noch öffentlich kundtun. Und wir achten die Meinung des jeweils anderen, auch wenn wir sie selbst nicht teilen. Das ist eine der ganz großen Errungenschaften unserer Demokratie. Das hat auch einige Jahre gebraucht, bis wir das konnten. Bei den Liberté-Rufen während der Französischen Revolution war es gelegentlich sehr gefährlich, eine andere Meinung zu haben. Die Guillotine machte manchen einen ganzen Kopf kürzer. In diesen Corona-Zeiten, in denen wir jetzt leben, merken wir, wie schwer es ist, die Meinung und Entscheidung des anderen zu achten. Unsere Gesellschaft, so habe ich den Eindruck, gerät bei der Impffrage an Grenzen. Dabei muss ja jeder und jede mit den Konsequenzen seiner Entscheidung leben. Und wenn ihm das eines Tages vielleicht nicht gefällt, naja, dann ist es halt so. Niemand weiß doch abschließend, was absolut richtig ist. Wir haben nur je und je unsere Meinung und müssen dann nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Jeder und jede von uns. Liberté! Unser Freiheitsdrang heute ist groß. Niemand lässt sich gerne etwas vorschreiben. Und schon gar nicht von denen da oben. Oben, das muss Bern sein, oder? Und daran ist die Reformation nicht so ganz unschuldig. Denn der Aufbruch am Beginn des 16. Jahrhunderts war eine Reformation nicht nur für die Kirche, sondern für die gesamte Gesellschaft. Sie durchbrach das nicht mehr tragfähige mittelalterliche Weltbild und stellte dann den Einzelnen ins Zentrum des Denkens. Jeder Mensch steht unmittelbar vor Gott. Damit war das Ende des Standesdenkens beschlossene Sache. Und darauf folgte eine große Bildungsoffensive. Mit Luthers kleinem Katechismus konnten die Menschen nämlich nicht nur lesen und schreiben lernen. Hinten auf der letzten Seite, da war auch noch das kleine Einmaleins abgedruckt. So taugte der kleine Katechismus auch zum Rechnen lernen. Und eine solide Bildung, die ist ja notwendig, wenn Menschen in die Freiheit entlassen werden. Denn wer frei ist, soll sich nicht nur eine eigene Meinung bilden, er muss es. Das ist das große Dilemma der Freiheit. Der freie Mensch kann sich nicht mehr an andere anlehnen, die ihm sagen, was richtig ist. Niemand hat mehr das Recht für sich gepachtet. In der Demokratie ringen wir um die richtige Lösung in der jeweils aktuellen Situation. Und es ist klar, die gefundene Lösung, die passt bestenfalls gerade für jetzt. Wenn wir in 20 Jahren vor einer ähnlichen Frage stehen, müssen wir eine andere Lösung finden. Vielleicht sogar eine ganz andere, weil wir aus den Konsequenzen und Erfahrungen der heutigen Entscheidung gelernt haben. Naja, das ist jedenfalls die Hoffnung.
Wie sollen sich Jugendliche heute entscheiden, wenn es um die Berufswahl geht? Die Anzahl der möglichen Berufe ist absolut unübersichtlich. Dass da manche überfordert sind, das leuchtet sofort ein. Und wie sollen sie auch ihre Grenzen testen in einer Gesellschaft, in der alles möglich ist? Und man entsprechend selten so an eine Grenze stößt. Liberté. Die Reformatoren haben sich Freiheit auf ihre Fahne geschrieben. Und das, nachdem sie gründlich ihre Bibel gelesen haben. Denn die Geschichten der Bibel, die durchzieht das Thema Freiheit wie ein großer Bogen. Und das ist eines der ganz entscheidenden Themen. Dass Mose Israel aus der Unterdrückung in die Freiheit geführt hat, ist eine der Grundgeschichten, auf die sie sich immer wieder beruft. Und Paulus nimmt diesen Faden dann später auf, wenn er an die Gemeinde, an die Galater schreibt: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Sklaverei auflegen. Zur Freiheit befreit. Das klingt doch schon anders als zur Freiheit verdammt oder zur Freiheit verführt. Das ist auch etwas anderes als gewährte Freiheit, um die niemand kämpfen musste. Das ist keine Freiheit, die arm macht oder überfordert. Zur Freiheit befreit, das ist eine Freiheit, die aus einer Beziehung entsteht. Wir leben in Christus, nennt Paulus das einige Verse später. Wir leben im Machtbereich des Befreiers, des Menschen, der so ist, wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Der so ist, wie auch wir sein können. Ganz eins mit Gott. Mit ihm sind wir verbunden, wie die Weintraube an der Rebe mit dem Weinstock. Ich in dir, du in mir, beten wir immer wieder mit Gerhard Thierstegen. Und weil wir die Freiheit aus der Beziehung zu Christus leben, wissen wir, dass unsere Freiheit auch Grenzen hat. Denn biblische Freiheit bleibt immer eine Freiheit in Beziehung, ist immer auch Freiheit der Liebe, also Freiheit, die Verantwortung übernimmt. Und das Kriterium für biblische Freiheit ist eben diese Liebe, nicht Willkür. Und so sind wir frei, weil wir nicht tun müssen, was wir tun könnten. Wir sind frei, anders zu handeln, liebevoller. Über uns ist nur Gott, dem wir verantwortlich sind. Der Gott, von dem die Bibel sagt, dass er Geist sei, Kraft, Energie, Liebe. Das ist eine Freiheit, die sich nicht erschöpft, weil sie aus der Fülle Gottes schöpft und die umso mehr überquillt, überfließt, je mehr sie gibt. Ich habe nirgendwo eine größere Freiheit gefunden als die, an die uns die Reformation erinnert. Es ist diese wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Also Liberté und Viva la Reformation! Und bis wir uns wiedersehen, bleibt gesegnet.